Und damit hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge in Pentiment. Wir sind ja immer noch dabei, uns mit der Nonne hinter der Tür, was auch immer die da sonst noch gerade macht, zu unterhalten und das Ganze mit dem Buch auszudiskutieren, wie wir es in der letzten Folge beendet haben. Und dann würde ich sagen, starten wir mal gleich wieder mit durch. Und er zahlte genug, um der Abtei auszuhelfen, als wir diese Hilfe brauchten. Was denn? Was hat er erworben? Ich erinnere mich nicht mehr. Wisst ihr, ich habe auch meine eigenen Aufgaben zu erledigen. Ein Vorschlag, Andreas. Ihr helft mir, einige fehlende Bücher wieder zu beschaffen und ich erzähle euch, was ich über den Baron weiß. Ja, Da wir ja sowieso nur fälschen, ne? Nun, ich hatte gehofft, an meinem Meisterstück zu arbeiten, aber ich denke, ich kann helfen. Ich verstehe, aber es gibt kaum einen Augenblick, in dem ich nicht im Skriptorium weile und die Brüder nicht dort sind. Danke. Es ist zum Wohle der Abtei. Ja, wo soll ich anfangen? Da draußen, wo ihr und eure Komplizen achtlos Bücher im Skriptorium verstreut habt. Ich werde euch sagen, welche Bücher ich suche, findet sie und bringt sie mir zurück. Die ersten Bücher sind zwei Bände. Der Aeneis. Sehe ich doch mal. Rötliche Buchdeckel. 14 Zoll auf 10 Zoll. 3 Zoll dick. Oh, die kenne ich. Die gehören zu Pieros Liebsten. Er bewahrt sie bei meinem Schreibtisch auf. Er hat sie überhaupt nicht aufzubewahren. Aber da kann ich ja nichts für. So, warte mal. Wo? Moment mal. Mein Schreibtisch. Ach, da unten. So, da ist der Trigger. Sie scheinen mir recht abgenutzt. Ich hoffe, das stört euch nicht. Okay, Latein, muss ich ehrlich sagen, da bin ich raus. Aber wenn ich mir die Bilder so ansehe, geht es um Eifersucht? Diese Bücher waren schon alt, als Piero begann, sie zu kopieren. Wie lang ist das her? 3 Jahre. Die Aeneis gehört nicht zu meinen liebsten Geschichten, doch ich verstehe, weshalb Piero so fanat darin ist. Aeneas wählte seine Pflicht für die Götter über seine geliebte Dido. Meint ihr, Aeneas Pflichtgefühl gefällt Piero? Wir haben alle unsere Berufe und Bruder Piero und seine ernster als die meisten hier in der Abtei. Ihr nehmt eure Berufung ganz offensichtlich auch ernst. Andreas, ich hatte in meinem Werdegang keine Wahl. Wenige Frauen haben das. Ja, da denken wir uns von unseren Teil zu. Ist ja nun leider wirklich so. Ist es wirklich so schlimm? Schränkt es einen so sehr ein, eine Frau zu sein?
Ach so, jetzt muss ich mit. Muss ich hier mit dem reden? Nee. Ach, das ist mein Gewissen wieder, ne? Guck mal, da ist der Narr und da ist. Ist es. Der König? Da ist auf jeden Fall der Narr, ne? Genau. Woher würdest du es wissen? Wohl wahr, sie kennt ihr Leben besser als ich. Ich finde das so schön mit dem Rechtschreibfehler. Andreas, ich hatte in meinem Werdegang keine Wahl. Wenige Frauen haben das. Ihr habt natürlich recht. Ah, das heißt, jedes Mal, wenn wir so eine Denkblase unten drunter haben, können wir mit unserem Gewissen sprechen. Ne? Einer gibt, die treiben uns schon in die richtige Richtung. Einmal das Närrische und einmal das Wohlbedachte. Ah, okay. Ich weiß zu schätzen, dass ihr begreift, wie begrenzt unsere Rollen und Möglichkeiten wahrlich sind. Ach, jetzt kommt sie da ins Bild, alles klar. Selbst in Geschichten sind wir zu rettende und eheliche Maiden, grausame Verführerinnen und weise alte Vetteln. Wie Dido sind wir einfach Frauen, nur Werkzeuge in den Legenden der Männer. Wir können nie Protagonistinnen unserer eigenen Geschichte sein. Keine Frau ist davon frei, von der Kaiserin bis zur Nonne. Das ist unser Schicksal. Ich glaube, ich verstehe nun, warum die Aeni dies nicht euer Gefallen findet. Es ist schöne Poesie für Männer. So, jetzt die Bücher, wenn ich bitten darf. Das ist so schön gemacht, dass man da auch wirklich noch den Hintergrund zu den Büchern auch nochmal wirklich erfährt, ne? Finde ich echt super gut gemacht. Danke als nächstes, Elender Gürin, eine gedruckte Ausgabe. Grüner Einband mit Diamantmuster. Im Hauptbuch ist keine Größe vermerkt, aber ich hoffe, die Beschreibung genügt. Ich weiß, welches ihr meint. Bruder Edok hat es gelesen. Die Schönheit des Buches täuscht über seinen lächerlichen Inhalt hinweg. Es wundert mich, dass die Abtei ein Exemplar besitzt. Schön, dass wir selbst Teil der Geschichte werden. Das tun wir nicht. Es gehört Amedea Rusco aus Olgano. Eine venetische Ausgabe. Venetische Ausgabe, die sehr wertvoll ist. Er hat sie uns vor 5 Jahren als Leihgabe überlassen. Danach ging sie verloren und der Abt hat 3 Briefe dazu erhalten. Ich habe gesehen, dass die Brüder Freude daran haben. Dieses Buch ist kein geeigneter Lesestoff für Benediktinermönche. Ja, so sind die Benediktiner. Ein Junge wird als Säugling an Seeräuber verkauft, als ihr Diener aufgezogen und lebt dann ein abenteuerliches Leben, in dem er Prinzessinnen umgarnt und mit Turnieren kämpft und in Turnieren kämpft. Er unterschlägt den besten Teil. Am Ende erfährt Gürin, dass er von hoher Geburt ist, der Sohn eines Herzogs. Er herrscht als König und stirbt als frommer Eremit. Wie kann man daran keinen Gefallen finden? Benediktiner sollten von der Rekonziliation mit unserem Herrn träumen, nicht von ausschweifenden Abenteuern. Auch oh, hier haben wir wieder unsere Religion. Auf sie wartet doch Erlösung, wenn sie das Buch beiseite legen. Ja, immer. Aber sie müssen diese Erlösung auch wählen. Sollten wir mehr sündigen, damit umso mehr vergeben werden kann? Natürlich nicht. Phantasterei führt in Versuchung. Die Versuchung war schon der Untergang vieler Männer und Frauen.
Manchmal ist das wahr, aber solche Bücher, das ist alles einerlei Fantasie, oder nicht? Besser zu sterben, als man geboren werde, wurde. Und was ist daran ein Frevel? Warum sollte ein Bauer nicht davon träumen, König zu werden, zu sein? Es gibt weder Juden noch Griechen, noch Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau, denn ihr alle seid eins in Christus Jesus. Ist das nicht Jesus Christus? Oder spricht man auch Christus Jesus aus? Oh je, okay, wir haben zweimal wieder einen Glaubenskram. Okay. Ich glaube, das hier macht am meisten Sinn, ne? Wenn es um Religiosität geht. Und doch sagt Paulus, dass die Frau dem Mann untertan sein muss. Selbst die Evangelien befreien uns nicht von den Fesseln unseres Lebens. Diese Welt ist nicht so beschaffen wie die nächste, Andreas. Hättet ihr weiter die Theologie studiert, hättet ihr diesen Unterschied gelernt. Aber das Buch, Andreas. Wir müssen es zurückgeben. Oder wollt ihr, dass der Abt einen vierten Brief erhält? Ich sehe die Brüder ungern so enttäuscht, aber ich begreife die Notwendigkeit. Ich will die Brüder nicht ihrer Freude berauben, sondern Amadea Ruscus Besitz zurückbringen. Das Buch, bitte. Na dann wollen wir doch mal. Es fehlt nur noch ein Buch, dann seid ihr von eurer Aufgabe entbunden. Ein dunkelroter Einband, 8 Zoll hoch, 5 Zoll lang und 2 Zoll dick. Oh, daran erinnere ich mich. Ich glaube, Bruder Guy hat es gelesen. So, Bruder Guy, saß doch hier, ne? Da, genau. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, Guy war immer sehr verschlossen, was das Buch anging, als würde er es verstecken. Sehr gut. Bitte bring es her. Was ist es überhaupt? Ah, es ist Französisch. Die Seele, die Gott berührte, frei von Sünde im ersten Zustand der Gnade. Was ist das? Warum stellt ihr so viele Fragen? Gebt es einfach her. Wir nehmen mal wieder unseren Verstand. Ich habe nicht so viele Fragen gestellt. Ich habe eine Frage zweimal gestellt und bisher keine Antwort erhalten. Ich habe gute Gründe, euch nicht zu antworten. Ja. Drei französische Bischöfe verdammten das Buch. Alle Kopien sollten verbannt werden. Ihr Autor teilte dieses Schicksal. Was? Weshalb? Ich weiß es nicht, Andreas. Es ist nicht an mir, den Richtspruch eines Bischofs zu hinterfragen. Erst recht nicht den von dreien. Und bevor ihr fragt, nein, ich habe es nicht gelesen. Aber ich weiß, dass es einen Dialog zwischen Liebe und Vernunft enthält. Also ist das Buch gefährlich. Wann haben es die Bischöfe verdammt? Vor 200 Jahren.
Warum? Warum ist es noch hier? Weil Vater Matthias Bücher liebte. Alle Bücher. Er wollte es nicht vernichtet sehen. Und er hatte recht. Bücher sollten nicht zerstört werden, selbst wenn darin Fragwürdiges niedergeschrieben ist. Die Heilige Mutterkirche teilt eure Auffassung nicht und ihr Gesetz ist es, dem wir zu gefallen haben, nicht euren Gefühlen. Boah, wenn ich das jetzt sage, bin ich mit Sicherheit ein Ketzer, ne? Ich ärgere mich mal still. Es ist nicht an mir, die Entscheidung des frühen Amtes in Frage zu stellen. Aber als Vater Gernot erfuhr, dass wir das Buch besitzten, ordnete er dessen Vernichtung an. Wie konnte Vater Gernot nicht wissen, dass das Buch hier war? Ich nehme also textmäßig immer dann, wenn ich hier irgendwas Gelerntes habe, so wie hier unser Verstand, ne, dann wähle ich immer das aus. Mutter Cecilia notierte es im Inventar, als sie die Bibliothekarin war. Muss das Buch zerstört werden? Niemand weiß, dass es überhaupt hier ist. Ich weiß es. Genau wie Mutter Cecilia und Vater Genno. Ich weiß nicht, was mache ich denn jetzt? Es ging dabei um Liebe und Vernunft, ne? Also doch eigentlich, ich brauche eine Denkblase. Ich brauche eine Denkblase. Gib mir eine Denkblase. Nun, ich weigere mich, es euch zu überlassen, wenn ihr es nur zerstören werdet. Was? Weshalb nicht? Was werdet ihr damit anstellen? Ja, das ist nämlich, wenn wir hier nämlich als Ketzer enden, ich glaube, dann haben wir ganz schlechte Karten. Ich weiß es noch nicht. Es verstecken, es sicher halten. Gib mir das Buch. Oder unser Handel ist nichtig. Ja, nein. Das ist... verdammt. Ich werde euch kein Wort über Baron Rotvogel sagen. Sinn, ne? Es macht wirklich irgendwo... Ich appelliere an eure Pflicht als Bibliothekarin, dieser Abtei, dieses Buch nicht zu zerstören. Meine Pflicht gilt Gott und meinen Gelübden der Ordensregel. Diese dummen Nonnen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ah! Verdammt! So, Illuminata überreden. Bewunderung für den irischen Schreiber Miranus Scotus ausgedrückt. Zögernd angeboten, die Illuminata zu helfen. Bücher sollen nicht verbrannt werden. Aber was ist mit der Bibliothekarsregel? Der Regel, Bücher zu schützen. Hey, Moment.
Niederlage. Oh, okay. Wahrscheinlich, weil der Balken noch nicht weit genug war, um sie zu überreden, ne? Nein, das habt ihr euch ausgedacht. Okay, bedenkt die legitimen theologischen Gründe, diesem Buch die Existenz zu gestatten. Legitimer als ein Bann durch drei Pariser Bischöfe? Ich frage euch, wem wollt ihr glauben? Ihnen oder mir? Ja, das ist halt, ich kann da auch nichts auswählen, ne? Ich wüsste jetzt gar nicht wie. Nee, ich kann da nichts auswählen. Ich, oder? Kann ich hier mit... Nö. Aber ich glaube, ich lerne auch immer noch weiter, auch wenn sie ablehnt, ne? Ich frage euch, wem wollt ihr glauben? Ihnen oder mir? Danke, dass ihr meine Entscheidung so leicht macht. Habt ihr die Universität freiwillig verlassen oder wurdet ihr von ihr verwiesen? Ach, shit. Ach komm, da, nee, bevor es komplett in Hose geht, ne? Oder? Ach, schön, nehmt es. Ich verstehe eure Frustration, Andreas. Aber das ist zum Wohle aller. Seid bedankt. Ich fühle mich schlecht. Ah, Mann, ey. Vielleicht hätte ich die letzte Wahl da auch noch machen müssen. Vielleicht wäre ich dann nur als Ketzer da gestanden. Ah. Also dann, Baron Rotvogel. Aber schnell, ich muss hier bald fertig sein. Ihr sagt, er kauft Bücher von der Abtei. Welche Art von Büchern? Weshalb überlegt ihr, euch den Baron als Hetzen anzulocken? Reine Umsicht. Ich möchte mir potenzielle Klienten suchen, bevor ich Meister werde. Oh, ich dachte, euer Interesse könnte vielleicht etwas anderem als der klingenden Münze gelten. Ich liebe Bücher mehr als die meisten, Schwester, aber ich muss auch für meine Zukunft sorgen. Ich verstehe. Der Baron hegt ein besonderes Interesse für Bücher, Urzauberei und andere okkulte Praktiken. Aha. Shit, ich habe mich doch falsch entschieden in der letzten Folge, ne? Grrr. Ebenso wie unser Prior, wobei ich den Verdacht hege, dass die Interessen des Barons eher experimenteller als akademischer Natur sind. Ferenc wirkte nervös, seit er von der Ankunft des Barons erfuhr. Könnte das der Grund sein? Ich kann nicht in den Geist des Priors hineinschauen, aber er leitet das Skriptorium und weiß, welche Bücher der Bibliothek das Interesse des Barons wecken könnten. Wohlhabende Förderer wie der Baron halten die Abtei am Leben. Der Abt weiß noch immer nicht, wie wir die Schließung des Skriptoriums überstehen werden. Darüber hatte ich schon nachgedacht. Eine so große Abtei kann sich doch nicht über den Verkauf von Manuskripten eines winzigen Skriptoriums finanzieren. Das tun wir auch nicht. Glücklicherweise haben wir noch immer ein paar edle Gönner, die uns jährliche Spenden leisten. Darunter sind auch Schwester Zedenas Eltern. Das erklärt vielleicht ein paar Dinge. Wir erhalten auch Geld von den Devotionalien, die die Schwester an Pilger verkaufen. Die
die Schwestern an Pilger verkaufen. Doch ich fürchte, bald wird das nicht mehr ausreichen. Kirsau ist ein Schatten dessen, was hier einst vor 200 Jahren bestand. In der Abtei lebten einst 53 Mönche und 45 Nonnen. Nun ist es schwer, sich das nur vorzustellen. Manchmal frage ich mich, ob ein Wandel zugedacht war und wir es nur vergessen haben. Jedenfalls. Nun, ich muss mich zur Messe aufmachen. Ich danke euch erneut für eure Hilfe, Andreas. Ich nehme an, ihr werdet durch die Krypta gehen. Ich weiß nicht, warum ihr dort unten herumgestochert habt, wie ein Grabräuber, aber dieser Eingang ist nicht für euch gedacht. Einer der Herren des alten Bergfrieds hat ihn vermutlich bauen lassen, um bei einer Belagerung zu entkommen. Die Schwestern können dadurch die Bibliothek betreten, ohne die Brüder abzulenken. Bitte missbraucht dieses Wissen nicht. Natürlich nicht, Schwester. Vielen Dank. Ich weiß eure Diskretion zu schätzen. Einen guten Tag, Andreas. Gott mit euch. Okay, Essen. Scheiße, wir waren mit so vielen Leuten zum Essen verabredet, ne? Dass die Glocke zu sechst, bald nehmen die Brüder ihr Abendessen ein. Ach, wir waren in der Abtei verabredet, ne? Genau. Ich sollte nachsehen, ob Otto noch da ist und weiter mit mir speisen will. Ich glaube, er arbeitet beim Gästehaus unterhalb der Abtei. Halt, hier sind wir auch falsch abgebogen, ne? Kirche. Sind wir von da gekommen? Ja, sind wir, genau. Untere Abtei. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo das denn jetzt war. Hallo Martin. Gästehaus, ne? Und dann müssen wir hier jetzt mit einem Quatschen. Otto, da. Guten Tag, Meister Maler. Ach, Andreas, schön euch zu sehen. Ich hoffe, Clara hat meine Botschaft übermittelt. Guten Nachmittag, Endris, Otto. Clara hat mir eure Nachricht überbracht. Tut mir leid, dass ich euch heute Morgen verpasst habe. Als ihr vorbeikamt, habe ich noch geschlafen. Ah, der Abt lässt euch wirklich alles durchgehen, nicht wahr? Lasst ihn, Otto. Ich habe Hunger. Lasst uns beten. Segne uns, o Herr, und diese deine Gaben, die wir durch deine Gnade erfahren. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. 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 Wie war euer Morgen? Gar nicht so schlecht. Danke. Ich habe mir auf die verdammte Hand gehauen, als ich Holz gespalten habe, um den schiefen Balken im Haus des Abts zu ersetzen. So, wähle Lebensmittelobjekt zum Essen aus. Was nehmen wir denn mal? Wir haben den Roggenmischbrot, Schafskäse, Mandeln. Achso, wir können nur von unserem Tellerchen. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, wir fangen mal mit dem Roggenbrot an. Die Verletzung ist nicht schlimm,
aber es wurmt mich, dass uns der Abt ausblutet und wir für ihn hier arbeiten sollen, wann es ihm gerade passt. Ach, so schlimm ist es auch nicht. Die Abtei gibt mir viel gute Arbeit. Pilgerabzeichen zu gießen ist keine große Schmiedearbeit, aber mir macht es nichts aus. Und die Mandeln zum Nachtisch. Jedenfalls, ich habe gesehen, wie er mit diesem Baron Rotvogel auf der Wiese gegangen seid. Was will er denn? Er ist hier, um sich über den Zustand seiner Auftragsarbeit zu informieren. Ich hörte, er sei mit Vater Matthias befreundet gewesen. War er, aber Vater Matthias hatte manches an dem Baron auszusetzen. Was denn? Dass er mit jungen Frauen angebändelt hat. Er selbst ist natürlich verheiratet. Otto, das ist nur Geschwätz. Das weiter zu verbreiten, ist nicht christlich. Dass er vor ein paar Jahren den Bauern verprügelt hat, ist kein Geschwätz. Der alte Rannig, möge er in Frieden ruhen. Tja, ich war nicht da, ich weiß es nicht. Aber ja, wenn er es tat, dann hat er einen schlechten Charakter. Auf dem Weg hier hoch hatten wir eine lange Unterhaltung, aber davon hat er nichts erzählt. Worüber habt ihr dann geredet? Ich meine, entschuldigt, aber was hat ein Edelmann mit einem Künstler gemein? Martin Luther, meine Zeit an der Universität, etliche andere Dinge. Er ist überaus gebildet. Klar, schätze, man hat viel Zeit zum Lesen, wenn man sich keine Sorgen machen muss, wie die nächste Mahlzeit auf den Tisch kommt. Bitterkeit und Neid tun der Christenseele nicht gut, Otto. Das ist kein Neid, Andres. Niemand sollte damit davonkommen, was er macht, was die Abtei macht. Nichts gegen euch, Andreas, aber ich habe nichts gegen die Bücher, die die Abtei herstellt. Ich habe nie lesen gelernt, aber wenn Leute die Abtei dafür bezahlen, dass sie welche herstellen, stört mich das nicht. So, und ich glaube, da bleiben wir dem Ganzen wieder treu, ne? Wir gehen auf das, was wir gelernt haben. Und wie die Antwort darauf ist, Leute, sehen wir in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt und wieder mit dabei seid. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Abo, einen Kommentar. Und seid gerne in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde sagen, bis dahin und ciao.